Hey Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Haul von mir. Es gibt wieder mal einen Zara-Haul, denn falls ihr es noch nicht mitbekommen habt, Zara hat wirklich einen extrem großen Sale, sogar Artikel, die über 50% reduziert sind. Und da dachte ich mir, ich wäre nicht ich, wenn ich nicht jetzt wieder mal zuschlagen würde. Und natürlich habe ich auch das ein oder andere Teil gefunden. Also Zara hat wirklich mega schöne Sachen momentan im Sale. Ich bin richtig, richtig happy mit meiner Bestellung. Die ist heute angekommen und ich dachte, ich drehe einfach sofort das Video dazu. Ja, und zeige euch, was ich so gefunden habe. Ihr seht alle Anziehsachen wieder auch angezogen. Also es wird wieder ein Try-On-Video. Und jedes Teil verlinke ich auch in der Infobox. Also schaut einfach gerne in der Infobox vorbei. Da könnt ihr dann immer direkt auf den Artikel kommen. Ich werde auch ganz bewusst keine Preise in diesem Video nennen oder sagen, wie viel ich bezahlt habe. Außer ich habe es im Kopf gerade. Denn ich denke mir, Zara reduziert meistens ein paar Tage später den Artikel nochmal. Und wenn ich euch sage, das hat 20 Euro gekostet, dann schaut ihr drauf oder ihr wollt es nicht kaufen, weil ihr sagt, nee, 20 Euro will ich dafür nicht bezahlen. Dann ist es aber zu dem Zeitpunkt nur noch bei 10 Euro. Das ist mir schon extrem häufig passiert, wenn ich was im Sale gekauft habe. Wirklich, also 3 Tage später ist es dann nochmal reduziert. Und ja, deswegen, falls ich es im Kopf habe, sage ich euch das immer dabei. Ansonsten schaut einfach selber, wenn euch der Artikel interessiert, dann seht ihr wahrscheinlich einen noch besseren Preis. Und ich dachte, passend zu diesem Video, ziehe ich einen Artikel von Zara an, den ich mir leider schon im letzten Haul bestellt habe. Also schaut gerne in meinem letzten Zara-Video vorbei. Da habe ich euch diese schöne Bluse gezeigt, die ist hier so cropped. Und ja, da findet ihr auch den Link dazu. Ich habe die leider zum regulären Preis gekauft. Jetzt ist die reduziert. Ja, sie ist reduziert, aber egal, ich habe andere coole Sachen gefunden. Ich dachte nur, das ist passend und die ist süß. Also schaut gerne in meinem anderen Zara-Haul auch vorbei. Ich schätze, da werden jetzt auch ein paar Teile von reduziert sein, also ein paar mehr noch. Nichtsdestotrotz fangen wir sofort an mit diesem Video und mit dem ersten Teil. Das erste Teil, was ich gefunden habe, ist eine Jeanshose. Und zwar sieht die so aus. Das ist eine 90s Full-Length Jeanshose. In so einem beigen Stoff und hat hier unten so Cuts. Sekunde. Also die Hose ist komplett breit, vom Oberschenkel an bis nach unten. Und hier an der Außenseite gibt es an beiden Seiten so einen relativ großen Cut. Hier unten so ein bisschen ausgefranst, oben aber an der Taille schön eng. Und ich finde auch, die Oberschenkel sind ein bisschen enger. Ich habe die Hose in einer 34 bestellt. Die sitzt mega, mega gut. Ich habe die gleiche Hose, nicht in beige, sondern in einem Jeans-Ton, in der 34 gekauft, als diese 90s Collection rausgekommen ist. Und da war die 34er noch extrem groß. Also die ist mir oben richtig locker. Und jetzt haben die einen Tacken enger gemacht. Und diese beige hier sitzt wirklich so schön. Ja, also ich bin echt verliebt und ich hatte die sogar heute Morgen schon an. Dann kommen wir zu einem Oberteil, das ich mit der Hose kombiniert habe und so heute Morgen auch schon anhatte. Und zwar ist das dieses süße Crop-T-Shirt in so einem Strick mit so einem Muster. Ich weiß nicht, wie es heißt, aber auf jeden Fall so ein richtig süßes Muster. Voll das schöne Crop-Top, perfekt gecroppt, also perfekte Länge, nicht zu kurz. Also es ist nicht nur so bis zur Brust, sondern geht einfach noch so ein bisschen tiefer. Und ich finde es einfach so schön. Ich habe das in der Größe S genommen, weil XS war ausverkauft. Und dafür habe ich, glaube ich, nur 9 Euro bezahlt, also 9,99. Aber ich bin mir da gerade wirklich nicht sicher. Aber ich finde es einfach so schön. Und in Kombination mit der Hose, ein Traum. Wo wir gerade schon bei der Hose sind, beziehungsweise so einigermaßen noch bei der Hose sind, zeige ich euch auch direkt eine zweite Hose, die ich mir gekauft habe. Und zwar auch aus der gleichen Kollektion, auch wieder diese 90s Collection, weil ich habe sehr lange Beine. Ich bin übrigens so als Referenz, ich bin 1,78 und habe einen Teil den Umfang von ca. 60 cm, also damit ihr es hier so mit der 34er vielleicht abpassen könnt. Und die 90s Hosen sind die einzigen, die mir von der Länge her passen, weil meine Beine richtig lang sind und ansonsten passen mir gar keine Zara Hosen. Ja, dann habe ich mir die nochmal in Grau mitgenommen. So sieht die aus, also genau der gleiche Schnitt eigentlich. Unten hat diese Hose jetzt aber keine Cutouts und ja, es ist so ein weiß-grau, also es ist schon ein richtig, richtig helles Grau. Auch hier habe ich jetzt wieder ein Teil, das ich kombinieren würde mit der grauen Hose. Und zwar ist das so eine Bluse. Es ist eine extrem leichte Bluse und man kann da eigentlich auch durchschauen, aber ich finde es gar nicht so schlimm. Ich finde die einfach wirklich wunderschön. Die habe ich in der Größe XS genommen und die hat 19,99 € gekostet. Das weiß ich noch ganz genau, weil ich da gerade nochmal nachgeschaut habe, weil mich das selber interessiert hat. Auf jeden Fall ist die hier so richtig leicht. Die ist aber auch ziemlich lang und hinten hat die dann hier so eine Öffnung am Rücken, was ich richtig interessant und richtig schön finde.
Genau, also hier ist so ein Loch, hier ist es dann so verdreht und ja, hier ist das Loch dann auch zu Ende. Also unten ist die Bluse wieder zusammen. Und ich habe die Bluse jetzt so mal getragen, dass ich mir einfach vorne diese beiden Seiten zusammengeknotet habe. Und es sieht aus wie so ein Crop Top und ich finde es einfach so schön. Also wirklich, ja, vor allem ist es für den Sommer auch nicht zu dick, sondern so schön zum Drüberwerfen. Auch, glaube ich, am Strand könnte das richtig gut aussehen. Auf Blusen stehe ich irgendwie sowieso momentan. So in diesem Sommer finde ich Blusen richtig schön. Deswegen ist das das nächste Teil gewesen. Wo wir gerade schon bei Blusen sind, zeige ich euch direkt noch eine andere Bluse, die ich mir bestellt habe. Und zwar ist es eine gestreifte Bluse. Hier steht jetzt drauf 19,99 €, aber die war im Sale für 19,99 €. Also ich meine, die hat regulär 40 € oder so gekostet, weil eigentlich bin ich mir sicher, dass das eine Bluse ist, die ich damals schon haben wollte, aber mir für 40 oder 50 € nicht kaufen wollte, weil ich die einfach mir so vorgestellt habe, dass ich die über ein Bikini drüber ziehe oder über so ein schwarzes, enges Gym-Set. Ja, da habe ich mir vorgestellt, dass ich die einfach da so drüber werfe. Voll süß für den Strand. Ich glaube, ja, das wird so ein Teil sein, was ich einfach so auf dem Weg zum Strand vielleicht mal drüber werfe. Vielleicht ziehe ich es auch in der Stadt an, ich weiß nicht. Oder so ein schwarzes, enges Kleid und das einfach da drüber so. Finde ich einfach süß. Kommen wir jetzt auch schon zum nächsten Teil. Und zwar ist das eigentlich ein Set. Also ich hätte es gerne als Set gehabt. Es hat aber leider alles nicht so geklappt, wie ich es mir vorgestellt habe. Und zwar ist das dieser Rock. Der hat hier an den Seiten so Raffungen. Seht ihr das hier? Ist in so einem wunderschönen blauen Farbton. Und ich finde den einfach so extrem schön. Hinten hat der einen Reißverschluss. Ich habe den jetzt in der Größe XS bestellt. Und zu diesem Rock gibt es einen Crop Blazer. Und diesen Blazer hätte ich wirklich so gerne gehabt. Ich blende euch den Blazer mal hier ein. Den Blazer hätte ich einfach wirklich so, so gerne gehabt. Und ja, das so in Kombination angezogen, diesen Rock mit diesem Blazer. Der Rock ist schon ziemlich kurz, aber hätte ich den Blazer, dann hätte ich das so akzeptiert einfach. So wisst ihr, so einmal, um das anzuziehen irgendwie... das wäre schon cool gewesen. Aber der Blazer ist die ganze Zeit ausverkauft in meiner Größe. Ich bekomme den gar nicht mehr. Eigentlich wollte ich mit dem Haul auch darauf warten, dass ich den Blazer noch habe und dass ich euch das komplett zeigen kann. Aber ich bekomme diesen Blazer einfach nicht mehr. Deswegen ist meine Überlegung jetzt, ob ich den Rock einfach behalte oder den wieder wegschicke oder warte, ob ich mir doch nochmal den Blazer kaufen kann. Ich habe eine Alternative gefunden und die zeige ich euch jetzt auch nochmal. Und zwar ist das so ein Cropped Hemd in Weiß. Ja, alle Crop Blazer sind ausverkauft, beziehungsweise in meiner Größe ausverkauft. Deswegen musste ich jetzt so ein bisschen nach einer Alternative suchen. Ich habe jetzt halt, wie gesagt, so ein weißes Cropped Hemd gefunden. Finde ich irgendwie ganz süß. Andererseits ist es in der Größe XS und wirklich extrem groß. Ich weiß gar nicht mehr, wie teuer das jetzt war. Ich zeige euch das mal in Kombination angezogen. Und dann könnt ihr mir gerne in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet. Ich bin ganz ehrlich... ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß es einfach nicht, ob ich das jetzt richtig toll finden soll oder nicht. Also ich bin mir da einfach wirklich nicht sicher. Aber an sich eigentlich ist diese Crop-Bluse halt auch so ein anderes Teil. Das kann man ja auch mit einer Jeans oder so kombinieren. Und das finde ich eigentlich auch ganz süß. Andererseits ist die auch für eine Größe XS sehr groß. Wir sind jetzt tatsächlich auch schon beim letzten Teil angekommen. Und das letzte Teil ist wieder eine Bluse oder ein Hemd. Wer hätte es gedacht? Und zwar ist das, also im Internet steht, es ist ein Olivton oder ein Grünton. Ja, in der Kamera sieht es tatsächlich gerade grün aus, muss ich jetzt ehrlich gerade zugeben. In echt sieht es einfach dunkelgrau-schwarz aus. Aber in der Kamera sieht es so leicht grünlich aus. Dieses Hemd habe ich in einer Größe XS bestellt, hat gekostet 29,99 €, hat hier unten noch so Taschen und ist wirklich extrem lang. Und wie gesagt, ich bin schon 1,78 m, aber das ist wirklich lang. Ich habe mir das so vorgestellt, dass ich das nicht über irgendetwas trage. Also auf jeden Fall, ich wollte es nicht über irgendwas drüber ziehen, sondern ich wollte es als Kleid tragen. Deswegen halt komplett zugeknöpft und dann mit einem Gürtel drum und dann als Kleid. Ich finde es eigentlich ganz süß, also so extrem schick oder so sieht es nicht aus, finde ich. Aber es sieht irgendwie sportlich aus und vielleicht könnte man es doch mit hohen Schuhen kombinieren, sodass es schick aussieht. Aber die Farbe an sich finde ich einfach cool. Also auch wenn es jetzt wirklich ein Grün ist oder ein Grün sein soll. Ich finde, es ist so ein dunkelgrau-schwarz und auch das finde ich cool. Ja, ich mag es einfach. Wie gesagt, alle Teile waren im Sale. Alle Teile sind in der Infobox verlinkt. Schaut gerne nach. Ich schreibe auch immer noch meine Größe dazu, damit ihr wisst, welche Größe ich in jedem Teil bestellt habe. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt dem Video sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben. Abonniert gerne meinen Kanal, kommentiert gerne und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video. Ciao!